Der malaysische Transportminister Hishamuddin Hussein brachte am Mittwoch Bilder mit in die tägliche Pressekonferenz zum Fortgang der Suche nach dem verschwundenen Flugzeug. Mit diesen Bildern unterstrich er die Neuigkeit des Tages, den Fund zahlreicher treibender Teile im Meer. In einem Teil des Ozeans, etwa 400 Quadratkilometer groß, wurden 122 Objekte gesichtet. Einige davon sind etwa einen Meter lang, andere bis zu 23 Meter. Einige der Objekte sehen auch recht hell aus. Dabei könnte es sich also um festes Material handeln. Die Gegenstände befinden sich etwa 2557 Kilometer entfernt von Perth. Die Objekte könnten Trümmer der vermissten Boeing sein. In Australien wurden amerikanische Spezialgeräte für die Suche nach dem Flugschreiber, der sogenannten Black Box, vorbereitet. Eine Tauchdrohne und ein spezieller Sensor für die Blackbox wurden in der Hafenstadt Perth ausgeladen. Ein Schiff der australischen Marine soll das Gerät nun ins Suchgebiet im Indischen Ozean bringen. Die Blackbox zeichnet Gespräche im Cockpit und Flugmanöver auf.